Ich kann ihn nicht auf Primogenitur wechseln jetzt. Schau dir das mal an. Da müssen wir ja unsere Grafen und unsere Vasallen komplett überzeugen. Außerdem brauchen wir hier Spätfeudal. Für Imperialismus brauchen wir noch Stufe 3. Wir haben ja erst begonnen jetzt. Kannst du vergessen. Und das ist doch eh okay. Agnatisch Senioratsprinzip passt doch. Eben. Legalismus 3 brauchen wir dafür, für den Wechsel. Gut. Also wir werden mal schauen, dass wir unseren Pluger entlassen. Vasalisierung wird er ja nicht wollen. Leider. Aber wenn die Meinung besser wäre, ne, wenn wir nicht seinen Sohn umgebracht hätten, dann wäre die Meinung besser. Na gut. Also, entlassen. Und wir schauen mal, wenn wir die jetzt den Krieg erklären. Er hat 1,5 an Einheiten. Novgorod beanspruchen für... Oh, für unseren Neffen. Dann machen wir doch einfach unseren Neffen. Geh mal eine Provinz. Wieso ist das hier nicht bei Novgorod mit dabei? Rivalität. Prinz Mitzla von Kiberus ist euer Erzrivale und nichts könnt ihr euch mehr Vergnügen bereiten, als dieses Ekel in den Kerker zu werfen. Bringt uns das was? Wird nur eingekerkert und gedemütigt. Nö, bringt uns so jetzt nichts. Vasalisierung können wir nicht machen, weil wir wieder keine 1000 Prestige haben. Dann machen wir das so. Also, dir werden wir einen Landtitel gewähren. Hier unten ist er. Und zwar bekommst du... Kommst das hier unten? Bakau. Spiel immer mit jüngsten Recht. Sobald man einen guten Nachfolger hat, lässt man sich scheiden oder wird geht ins Zölibat. Ich spiele eigentlich schon ganz gern mit der Primogenitur. Habe ich schon ganz schön gefunden und vor allem Kontrolle auch immer drüber. Aber das ist jetzt auch nicht dramatisch. Es geht genauso. Also Grafschaft Bakau bekommt er. Herzlichen Glückwunsch. Und dadurch hätten wir jetzt gar nicht machen müssen, oder? Fällt mir da gerade auf. Der war der schon unser Vasall? Wir schauen nochmal. Hätte gemeint, der war schon unser Vasall. Egal. Jetzt führen wir hier Krieg in seinem Namen. Wie viel haben wir denn noch an Einheiten? Oh, 3,8. Aber wir können wieder Söldner noch ausheben. Das passt schon. Krieg erklären. Novgorod. Jetzt haben wir hier wieder. Mir fehlt wieder. Au. Oh. Mir fehlt hier wieder. Der Button mit dem Rad, ne? Es wird zwar oben angezeigt, sich dem Willen des Rates zu widersetzen, aber hier unten fehlt der Button. Ich glaube, das liegt an dem Mod, den ich nutze, damit hier die Listen sich erweitern. Ich gehe mal kurz raus aus dem Spiel. Speichern und Ende. Und deaktiviere mal den Mod, damit ich sehen kann, wer da überhaupt dafür ist und wer nicht. Weil wir müssen hier dann entweder schmieren oder anderweitig überzeugen, damit wir den Krieg führen können. So, Mod. Speaker Interface war das, genau. Na gut. Aber ich denke, das können wir
Ich glaube, dass es gar nicht mal so dramatisch ist. Wir brauchen ja nicht unbedingt komplett alle Gebiete. Wir müssen ja nur dann die Königreiche formen können. Also ich sag mal, vielleicht so 2, 3 Generationen oder so, dann müsste das Achievement auch zu schaffen sein. So, jetzt schauen wir mal, ob es jetzt angezeigt wird. Ich hoffe, jetzt ist denn. Aber das seht ihr schon, ist hier wieder viel kleiner jetzt hier alles, ne? Furchtbar. Hier auch wieder. Fehlt überall der Platz jetzt. Da macht überhaupt keiner mit. Können wir uns Gefallen kaufen von euch? Gefallen kaufen. Jawohl. Einmal schwarz. Dann Gefallen kaufen. Zweimal. Will er nicht. Auch nicht. Los mit euch. Müssen wir alle... Oh, minus 100. Achso, nee, Quatsch, das ist ja der hier. Aber die müssen wir alle noch schmieren dann. Einen haben wir noch hier unten. Der will. Schau mal, ob's mit 2 reicht. Ach, jetzt haben wir schon wieder Krieg. Er schon wieder. Weißt du was? Jetzt leckst du mich am Arsch. Nee, ich habe keine Lust mehr. Kostet uns 0 Prestige, wenn wir ablehnen. Und er wird unabhängig. Ist okay. Soll er unabhängig werden. Ist mir jetzt egal. Das ist jetzt dann schon der zweite Krieg, der alte Kriegstreiber. Na gut, wobei er wahrscheinlich gar kein Kriegstreiber ist, weil er wird ja, denke ich mal, angegriffen. Könnte ich mir vorstellen. Hier schon fertig ausschaut jetzt. Wahnsinn. Das war ja eher wieder, ne? Oh, das ist ja jetzt auch hier ganz anders angeordnet. Ja, er verteidigt sich nur. Gut, es ist jetzt nicht unbedingt seine Schuld gewesen, aber wahrscheinlich war er einfach so gemein zu den anderen, dass die ihn jetzt angegriffen haben. Selber Schuld, sage ich da nur. So, wir haben... Achso, jetzt müssen wir den Gefallen noch einfordern. Wer war das noch? Der hier? Wir haben doch 2 Leute gehabt. Kam da schon 2-mal die Meldung jetzt? Hallo, Neo. Also der zweite wollte offenbar jetzt auch nicht. Jetzt müssen wir doch nochmal schauen, ob wir den Rat nicht auf unsere Seite bekommen. Ah, die Schulden anderen schon gefallen. Blöd ist das denn? Könnte natürlich jetzt wechseln, dass wir uns einfach hier die ganzen, ne, ihn zum Beispiel hier reinsetzen. Er hat 18 Punkte, das würde sogar Sinn machen. Wir setzen die mal rein. Das macht sogar Sinn. Hier haben wir 14, 18. Wer hat uns jetzt hier? Der Oleg. Der Oleg, habe ich den jetzt rausgeschmissen. Steuern eintreiben. Da ist er. Also den dürfen wir nicht rausschmeißen. Den hier zum Beispiel könnte man rausschmeißen. Weil von dem Gefallen kaufen, der will nicht. Wenn wir dir Kohle schicken, dann Gefallen kaufen. Auch noch nicht. Grundzurückhaltung hat er hier. Dann musst du jetzt leider gehen. Setz mal den rein. Schauen mal, ob wir bei ihm kaufen können. Was ist los? Jetzt geht's. Dann hätten wir jetzt 3 Leute. Anspruch durchsetzen. Machen wir gleich mal. Dann hätten wir jetzt 3 Leute.
die uns im Krieg dann unterstützen. Hoffe ich mal. Können wir jetzt mal schauen. Krieg erklären, wunderbar. Also Novgorod, 4 Stimmen zu. Ich und 3 weitere. Wir schauen so furchtbar alt aus. Wir sind 53 und schauen aus wie 70 hier. Er hat 1,67. Wir haben 4,33. Kein Problem. Und er ist, hier steht Neffe, aber er ist auch unser Vasall. Ja, der war auch vorhin schon unser Vasall. Wir hätten dem die Domäne gar nicht geben brauchen. Es wurde nur nicht angezeigt, was ein bisschen blöd ist. Da hat offenbar die Anzeige, dass er unser Verwandter ist, Vorrang vor der Anzeige, dass er unser Vasall ist. Das ist ein bisschen schade. Los geht's. Nicht viel Zeit verlieren. Ja, ich schon wieder. Ne? Wieso sind wir eigentlich jetzt hier? Was ist das für ein Krieg? Prinz? Um was geht's hier denn? Um Anspruch auf Wladimir. Ich hoffe, wir können den einfach mal aus dem Weg gehen. Wir brauchen die grünen Truppen, blaue Truppen hier. Grün und blau, das sind unsere Truppen, die wir uns holen müssen. Da die hier zum Beispiel, die 1500. Und wir holen uns auch nochmal ein paar Söldner, nur zur Sicherheit. Aber ist das ungewohnt, dass man hier wieder keinen Platz mehr hat. Paradox, da hätte er euch doch einfach nur die Mod holen brauchen. Alles wäre in Ordnung gewesen. Alles wäre schön gewesen. Da hätte man die ja einfach nur kopieren müssen oder anfragen müssen bei dem Modder. Und dann hätte man hier schön einbauen können, dass man hier wunderbar, ne, nicht nur irgendwie 4 angezeigt bekommt, sondern bis ganz runter alles angezeigt bekommt. So, wir haben die 6200. Wir marschieren hier hoch. Eigentlich können wir gleich hier rein. Hauptstadt ist hier drin. So, der eine Krieg ist verloren. Er kämpft selbst auch noch gegen jemanden. Das trifft sich gut für uns. Na gut, na gut. Also erstmal hier alles belagern. Kannst du dir denn eigentlich für Pietät Ansprüche vom orthodoxen Papst wie beim Katholiken holen? So Invasionskriegsgründe meinst du? Invasion können wir machen für Pietät. Aber das war's dann auch schon. Und zum Zechen kümmern einladen. Stellen wir 1500 auch noch hier rein. So, wir können im Zirkel aufsteigen. Vielleicht dann auch noch Buße tun. Eventuell geht das schon wieder. Normale Ansprüche auf Herzogtümer oder Grafentitel? Nö. Also soweit jetzt hier über das Religionsmenü geht, nicht, oder? Musst du mal näher erklären. Wir hier schon durchbelagert.
Ah, hier sind wir schon komplett durch. Dann gehen wir mal hier Richtung Hauptstadt. Der führt jetzt momentan nur noch gegen uns Krieg. Hat er denn noch Einheiten? 584 hat er nur noch. So, was machst du denn? Wo läufst du denn hin? Jetzt versammelt er sich hier. Ich frage mich nur, wieso wir dann bei Novgorod den Bereich hier drüben nicht bekommen. So das nicht dazu zählt. Geht es hier wahrscheinlich wirklich nur um den Diure-Bereich. Ihr habt einen neuen Erben und zwar ist das unser Neffe. Unser Neffe ist das. Müssen wir mal schauen, ob unser Neffe vielleicht mehr Ansprüche hat als Nachfolger. Auf die unterschiedlichen Reiche. So, 68. Das dauert ja ewig, da müssen wir ja alles hier einnehmen. Und wir bekommen wieder die tollen Trades jetzt. 99%. Haben wir keine große Schlacht geführt. Ah, keine größere Schlacht gewonnen. Wir haben doch schon geschlachtet. Zwar nicht zu knapp, wenn ich das mal anmerken darf. Aber offenbar war die nicht groß genug. So, Frieden anbieten. Kapitulieren. Großfürstentum Novgorod. Häuptling. Wir sind ja... Okay, also wir machen mal akzeptieren. Und haben jetzt das hier oben bekommen. Ich denke, das ist richtig so. Ein neuer Kanzler. Oh, wir haben ja hier unten jetzt einen Anspruch gehabt, irgendwo, ne? Ich glaube, hier war der. Bei den Katholiken kann man für Pietät einen Anspruch vom katholischen Papst auf ein anderes katholisches Land bekommen. Und das geht bis Herzogtum. Aber der Papst braucht eine gute Meinung von einem, damit er das macht. Ich dachte nur, das gibt es bei den Orthodoxen vielleicht auch. Würde dir dann enorm helfen. Ja, aber also wenn wir hier mal reinschauen, bei uns, selbst wenn wir ihn anklicken, der hat jetzt nicht irgendwie was so nach dem Motto, dass man ihn fragen könnte. Also das gibt es hier nicht, in dem Fall. So, also hier unten, schauen wir mal, Kriegsgrund. Weil er ist ja jetzt eigentlich, er ist immer noch... Ah, er ist immer noch bei uns mit dabei. Ich dachte, er wäre jetzt mittlerweile auch schon unabhängig. Dann war das offenbar... Der ist auch noch da. Wer war das denn vorhin? Hat doch vorhin hat einer angefragt wegen Krieg. Seltsam. Ach, er war das vielleicht hier unten. Schau mal. Vassalisierung geht auch wieder nicht. Krieg erklären. Erzwingen. Nur Grenzdisput. Also das war hier nicht der Bereich. Dann haben wir hier unten den Anspruch gemacht. Das hier unten. Schauen wir mal.
Ja, dann war das hier unten. Mal auf unseren eigenen Tributstaat einen Anspruch gemacht. Ich hätte ja gehofft, wenn wir hier auf den Tributstaat... wenn wir dich jetzt entlassen hier... Vielleicht geht das ja. Ich würde den auch ganz gern entlassen mal. Die schauen immer alle gleich aus hier. Langer Text für nix. Also wir werden dich auch mal entlassen. Alle mal rauslassen aus dem Attribut. Das müsste jetzt der hier unten sein, für den wir einen Anspruch haben. Ich will mal was ausprobieren. Oh, bevor wir das machen, wir haben ja jetzt einen Nachfolger, den Großhäuptling Rotislav Thronräuber haben wir hier, unser Neffe. Frage ist, ob der hier irgendwo auftaucht. Hier ist er nirgends. Das sieht ja fast genauso gleich aus, aber das ist er nicht. Auch nicht. Schade. Wir sollen einen Religionswechsel machen auf katholisch. Damit die uns die Ansprüche holen können. Also wir werden dich entlassen. Schauen mal. Krieg. Da haben wir jetzt nur den Anspruch auf Perjasl. Das ist natürlich blöd. Rostov können wir beanspruchen. Da gehört das hier oben alles mit dazu. Ist gar nicht mal schlecht für unseren Nachfolger erneut. Sehr gut. Dann machen wir doch das gleich. Wir haben 5000. So werden hier nur 4000 angezeigt. Kohlemäßig sind wir auch ein bisschen jetzt unten dran. Aber er hat ja auch gar nichts. Er hat 1300. Also, wir machen das mal. Rostov beanspruchen. Das hier unten kommt wahrscheinlich nicht mit. Aber das hier oben bekommen wir dann. Was auch nicht schlecht ist. Was anderes macht nicht Sinn. Okay. Alle raus mit euch. Und wir sammeln uns hier unten. Dann gehen wir erstmal hier rein. Dann gehen wir hier hoch. Da bringt dir nichts, da der Papst nur Ansprüche gegen andere Katholiken geben kann. Rings um dich herum sind urorthodoxe und andersartige. Okay. Ne, wir bleiben erstmal. Das ist ja, die Musik ist ja wieder hervorragend. 3000. Das sind sehr wenige jetzt. Wir lassen es mal. Ich will jetzt noch keine weiteren Söldner kaufen. Was haben wir denn hier? Nachfolge nach Erbteilung. Okay. Ich würde mal sagen, da muss einer gehen hier. Verschwörung zur Ermordung. Wir schauen mal, ob da was funktioniert. Ah, ja. Ein paar kommen rein. 61% sind das nur. Meine Güte. 3%. Das ist sehr wenig. Wir schauen mal, ob es vielleicht bei den anderen besser läuft. Das ist hier Häuptling Oleg, der Schlachter. Vielleicht bekommen wir da ein paar mehr Prozentpunkte. Währenddessen werden wir uns den mal holen. Da geht gar nichts. 50%. Den hier können wir vielleicht bestechen. 52 für 15 Gold. Dann ist er nämlich schon mal draußen. Oh, wir sterben. Da hat uns wohl jemand eine Falle gestellt.
Eieiei. Na gut. Wir spielen als Rotislav, den Thronräuber, weiter. Es hat sich nichts geändert hier. Und der Krieg läuft auch noch weiter.